Okay, dann machen wir halt noch eine zweite Aufnahmesession. Ich habe gerade ein tierisches Problem. Hier rennt auch ein Wolf hinterher und du bist radioaktiv verstrahlt. Nein! Mir rennt ein Wolf und ein Bär hinterher. Aber ich bin nicht radioaktiv verstrahlt. Ja, ich habe durch die Dunkelheit nichts gesehen. Oh mein Gott, jetzt sterbe ich auch an Radioaktivität wahrscheinlich. Hört sich ungesund an. Ich glaube, sobald du den radioaktiven Balken voll hast... Balken? Nein, bei mir steht jetzt einfach Radiation dran. Ja, ganz unten ist Balken. Das Problem ist, wir spielen ja... Also ich spiele im Fenstermodus und hab's halt nicht komplett voll. Ich spiele auch im Fenstermodus, aber da ist kein Balken, da ist nur eine Nummer. Ach so. Nein, da sind Bären! Ach komm schon! Lass mich an den Bären ran. Wie kann man nur so blöd sein? Oh cool, hier ist eine Stadt. Ah stimmt, hier ist ja auch noch die Stadt. Unternehmen haben sie gebaut, das ist praktisch. Damit man hier gleich mal schön plündern kann. Das ist nämlich die Stadt, wo es keine Tiere gibt. An der war ich auch schon. Ich werde gleich sterben, verdammt. Okay, mach schon mal Gunpowder. Gunpowder habe ich jetzt schon mal in Massen. Ich hab Gunpowder. Oh mein Gott. Oh, Munition. Sterben. Oh mein Gott. Die Radiation ist weg. Wie glücklich bin ich. Und die Radiation hier in der, ne? Please don't cry me a river. Cry me a river. Nee, so hoch will ich jetzt gar nicht singen. Habe ich jetzt keinen Bock. Pedro, du hast die Zeit ja hoffentlich im Auge, weil ich weiß nicht, was ich schon voraufgenommen habe. Deswegen, Achso, ja, ja, ich habe die Zeit im Auge. Ja, dann tut ein bisschen weh, drückt ein bisschen. Oh, ich habe Kisten gefunden, jetzt kann ich sogar was lagern. Oh, und Essen. Essen ist gut. Ich weiß, wo du bist, da war ich auch schon, aber ich habe keinen Plan, wie ich da wieder hinkomme. Lauf im Kreis, Junge, lauf im Kreis. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Und massig Munition, ey. Eine leere Kiste. Wow. Das ist auch cool. Ist eine Kiste, öffnest du, ist leer. Ja. Und dann die Spawnze. Hatte ich auch vorhin. Ah, ich lauf falsch rum, verdammt. Okay, hier ist auch nichts drin. Hier ist auch nichts. Gehen wir nochmal hier. Halt. Hier ist ein Rucksack mit einem Stein. Ja. Den habe ich auch schon gefunden. Das ist bestimmt meiner. Okay. Wie ich mal hier überhaupt nichts sehe. Zack. Ah. Oh, Radioaktivitätsriegel. Das ist praktisch. Ich esse schon mal. Gamer Fish has joined. Ja, Shotgun-Munition. Ich habe nur immer noch keine Shotgun. Eigentlich ist schon wieder Strahlung. Geh weg von mir, du blöde Strahlung. Oh, aber hier ist ein kleines Häuschen. Komm schon, da ist jetzt eine Waffe drin. Und dann können wir die Aufnahmesession beenden und wir machen beim nächsten Mal weiter und dann töte ich zu einfach. Denkst du, wir überleben auf dem Server hier? Ja, ja, klar. Ja, klar. Sollten vielleicht dann mal in dem Augenblick DayZ spielen, hä? Oder DayZ? Ja, ich drücke immer I, um das Inventar zu öffnen. Ja, das ist auch so eine gewisse Angewohnheit, liebe Leute. Ja, wenn man die ganze Zeit hier mal Let's Plays macht und alles, ne, und dann so, jetzt einmal die Taste drücken, dann die Taste zum Inventar und dann mal die Taste zum Inventar und, Oh, Stoff, okay, Stoff ist schon mal gut. Kann ich mir schon mal Boots machen wieder. Boots are made for, okay. Ey, der Pox hat angefangen zu singen, liebe Leute. Das gibt doch einen Daumen hoch beim Pox, oder? Oh mein Gott. Ihr wollt mich nicht wirklich singen hören. Gibt's hier eigentlich auch schon Leuchttürme? Und Satellitenschüsseln? Ein Turm gibt's hier, der leuchtet nur nicht. Weil die Leute kein Licht reingemacht haben. Lustig. Damit würde ich mal ausschließen, dass es ein Leuchtturm ist. Komm schon. Ich krieg mich nicht mehr ein vor Lachen. Das war eigentlich gar kein Witz. Ja, eben. So, hier ist auch nichts. Ich hab noch mal ein Haus gefunden. Oh, das ist wieder eine Kiste, das ist wieder eine Kiste mit einer Pickaxe. Aber egal, ich habe wieder Boots.
So, endlich sind sie fertig. Kann ich die auch mal gleich anlegen. Es gibt es doch nicht. Did you spawn C4 Minion? Yep. Oh Mann. Jetzt muss ich auch irgendwas zu finden geben. Pox, plünder mal ein paar mehr Kisten. Damit die bei mir respawnen. Ja, ich plündere doch die ganze Zeit schon. Ich finde so keine Waffe. Unendlich viel von dieser Munition jetzt, ja, und keine Waffe dazu. Ah, da ist noch eine Kiste. Oh, Essen, juhu. Ich hab auch Kiste. So wenig Essen. Ich hab Kisten in der Kiste gefunden. Ja, das ist geilste Logik ever, oder? Ja. Das ist nur eine Wand, das ist gar kein Haus. Okay, da kann ich, ist klar, dass ich da nicht rein kann. Wand. Moment, ich höre da irgendwelche Geräusche draußen. Erstmal die entsprechende Waffe anlegen. Ich laufe jetzt in den Wald. Da gibt es Radioaktivität. Und 1 Million Bären. 1 Million Bären, das ist doch gut. Oh, da sind auch wieder Kisten. Juhu. Oh, verdammt, nicht töten. Gott sei Dank blute ich nicht. I'm not Englishman. Aha. Oh, I'm an alien. Komm schon. I'm an English alien. In New York. Hier ist ein Umspannwerk oder irgendwie sowas. Cool. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Ist hier noch irgendwas? Das ist jetzt echt doof. Jetzt rennen wir hier die ganze Zeit in der Stadt rum. Ich habe ja hier zum Glück jetzt ein Anlaufpunkt, wo ich die ganze Zeit im Kreis laufen kann, aber ich frage mich, wo der Pox ist. Ah, oh, da hinten ist auch wieder eine Kiste gespawnt, das ist schön. Also zurzeit kann ich mich nicht beschweren, was das Kistenspawn angeht. Das Problem ist nur, in den Kisten spawnen Kisten. Oh, meine Fackel ist aus. Das ist jetzt nicht gut. Jetzt sehe ich die Kisten nicht mehr so gut. Nein, jetzt sterbe ich an Radiation, oder? Jetzt, wo ich eine Waffe habe. Ernsthaft? So viel, komm schon, du kannst jetzt nicht sterben. Doch, siehst doch, ganz einfach. Hey, Pox, es wird Tag. Cool. Aber du stirbst. Lauf, ich sterbe nicht. Ich glaube, ich hab's überlebt. Ich große Medikits und mich verfolgt, glaube ich, auch nichts. Yay, coole Sache. Und warum erhöht sich mein Health wieder? Obwohl ich aufs Maul krieg. Wenn du genügend gegessen hast, also satt bist, dann regeneriert sich auch dein Health. Ja, aber ich hab... Alter, ich hab Munition in Massen. Moon in Massen habe ich, sag ich dir. Ich könnte jetzt eine ganze Armee auseinandernehmen. Echt? Ja. Coole Sache. Aber es gibt ein Problem. Hm? Sind sie ziemlich am Ende? Mit den Nerven? Ja, das auch. Gut. Nee, ich habe keine Waffe. Achso, naja dann. Ich hätte jetzt zumindest mal eine Pistole endlich. Mit einem Magazin. 17 Schuss. Ja, das würde schon reichen, um mich zu töten. Ich muss jetzt nur noch mal eine Stadt finden und bis dahin kommen. Reicht zumindest mal, um mich gegen diese ganzen Tiere zu wehren. Wenn ich hier einfach die ganze Zeit in dieser Stadt im Kreis laufe. Was das für ein fettes Garagentor ist. So ein fettes, richtig fettes, dickes Garagentor. So. Mann, warum spawnen die Kisten nicht neu? Oh, verdammt, jetzt, ich muss mich gerade mal wieder um meine, Radioaktivität kümmern, denn die ist gerade ein bisschen gestiegen, weswegen ich beinahe gestorben wäre. Das wollen wir ja nicht, ne Pox? Wir wollen ja nicht, dass ich zum Ende nochmal kurz vor der Folge dann so abnippel. Der Bär, nein! Verdammt, das war meine ganze 9mm Munition. Nein! Ah ja, du brauchst so circa 6 Schuss für einen Bären. Ich hab 8 oder 9 da reingehauen. Ah, hast du schön daneben gezielt. Ja, ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Okay.
Aber Gott sei Dank, durch meine Schuhe kommen die mir nicht mehr so leicht hinterher. Aber ist ja auch logisch, dass du mit den Schuhen schneller läufst, ne? Ich laufe ohne Schuhe schneller, aber es ist in Ordnung. Echt? Mhm. Ja, okay, ich meine nur, wer wie Mowgli vom Dschungelbuch aufwächst, das ist ja auch kein Wunder. Okay, hier war ich doch schon. Warte mal, hier ist eine Kiste. Was ist denn hier? Kriegst du einen leeren Sack? Noch mehr Gunpowder, yay! Bist du in der Stadt mit einem leeren Sack oder was? In der Stadt mit einem leeren Sack. Nein. Hier so eine Ansammlung von Hütten. Und Steinhäusern, würde ich sagen. Ach, da bist du. Oh, ah, Anti-Radiation Pills. Cool. Kann ich brauchen. Gut. Jetzt muss ich versuchen, an diese Hütte da ranzukommen. Ah, ich ohne, bin hier, wo ich vorhin getötet wurde. Ohne dass mich so ein blöder Wolf oder Bär sieht. Noch sehr sinnvoll, oder? Nein, hier ist nichts drin in dem Häuschen. Verdammte Axt. Mann! Sacre bleu! So. Oh mein Gott, ey, ist das eine Aufnahmesession? Ach, geil, hier bin ich. Yeeha! Muss ich nur überleben. Blöder Wolf! Du hast mich gar nicht gesehen. Du kannst mir nicht hinterherlaufen. Fox, weißt du denn genau, wo du bist? Nein. Ich werde hier aber jetzt vor dem Wolf ein bisschen im Kreis wegrennen. Oh, das war gerade ein Huhn, das gestorben ist. Du hast gesagt, eine kleine Ansammlung von Hütten, ne? Ja, hier ist so ein Hangar, weißt du, so ein gebogener Hangar und... Ah! Ah, das ist ja... Warte mal, das ist... Ja. Hast du eine Waffe? Nein. Gut. Also, eine Waffe ja, aber keine Munition dazu. Hä? Nee, du hast doch eben gerade Munition. Ja, jetzt nicht mehr. Ach stimmt, du hast dich ja gegen den Bären verteidigt. Nein, ich hab den Bär angegriffen. Okay, das heißt also, jetzt hätten wir zurzeit ein sehr ausgeglichenes Verhältnis. So. Naja. Ich keine Waffe, du keine Waffe. Hier war eben gerade jemand. Pox, du warst hier eben gerade, ne? Wo denn? Hier war eben gerade jemand, das ist definitiv klar. Deswegen kommt es auch hin, dass Pox hier in der Nähe von mir ist. Komm schon! Diese Wölfe nerven, da kriegst du Aggressionen. Hast du ihn immer noch am Hintern? Ja. Okay, der Hangar, der ist da hinten, in der Richtung. Das Problem ist, da kann ich jetzt schlecht hinrennen. Ich brauche eine Waffe, Leute, ich brauche eine Waffe. Wir haben noch genau 2 Minuten. Du tötest mich? Nein! Komm schon! Bist gestorben? Du Kackwolf! Bist du gestorben? Du Kackwolf, ehrlich! Komm schon! Bing bang, bada bing bong. Sterben, Junge. Oh. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, wenn wir es wieder versuchen. Ja, du wirst sowas Dann von sterben. Dann wirst du leiden. Du wirst sowas von sterben. Also, lieber Marmom LP, es tut uns leid, deine Challenge können wir jetzt nach 4 Folgen immer noch nicht. Es werden weitere 4 Folgen folgen. Ja, wir werden nicht aufgeben, ja. Für die ganzen Leute, die dann halt das normale Rust vermissen, keine Sorge, das kommt auch wieder. Bloß wir müssen halt die Challenges machen. Wir haben es euch versprochen, dass wir eure Challenges annehmen. Und daher gehen wir jetzt darauf ein. Und vielleicht ist ja auch nach diesen 4 Folgen, also das wären dann insgesamt 12 Tagen, plus die 4 Folgen darauf, also 24 Tagen. Vielleicht ist dann in der Zeit auch wieder extrem viel neuer Inhalt dazugekommen zu dem Rust normal. Oder wir schmeißen das dann dazwischen. Wir gucken dann, je nachdem wie weit der Update-Phase im normalen Rust ist. Ja, weil aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Naja, gut. Und ja, ich habe massig Munition, aber das bringt mich leider jetzt nicht weiter.
spätestens wenn ich mich auslogge, werde ich irgendwann mal sterben. Das heißt, ja. Challenge not completed. Ja, zwar accepted, not completed und ja. Versuche mich jetzt hier zwar zu verstecken, aber es bringt uns auch nicht weiter, weil, ja, ist so. So. Ich werde nämlich dann hier an Kälte oder so sterben oder verhungern. Gut, dann sage ich in diesem Augenblick, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. In diesem Sinne, wenn ihr noch mehr Rages sehen wollt, gebt Daumen nach oben und zwar ganz viele. Wir werden noch ganz oft ausflippen, wenn es hier so weitergeht. Ansonsten kann ich nur sagen, ich bin euer Pox. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.